Schönen guten Morgen und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie hören und sehen den ING Markets Morning Call für Dienstag, den 12. Juli. Mein Name ist Ronald Gehrt, ich bin Analyst bei börsedaily.de. Neben dem DAX sind unsere Themen der Nasdaq 100 und der S&P 500, das heißt die US-Indizes, weil sich dort am gestrigen Montag Entscheidendes tat. Schauen wir uns aber erstmal den DAX an. Der hat zugelegt, ordentlich, gleich zum Wochenstart. Mit einem zackigen Plus von 200 Punkten ging es da nach oben. Aber was ist das jetzt hier? Der Wochenchart zeigt, dass wir eigentlich seit einigen Wochen eine sehr, sehr volatile Schaukelbörse haben, mit einer Mordshandelsspanne zwischen 9.200 und über 10.300 Punkten. Was noch? Nichts. Wir bleiben unter der 200-Tage-Linie. Wir bleiben im übergeordneten Abwärtstrend. Aber die Wochenkerzen haben zuletzt jeweils lange untere Dochte gehabt. Das heißt, immer dann, wenn es ordentlich abwärts geht, wehren sich die bullischen Akteure und kaufen. Das ist potenziell ein gutes Zeichen, aber was macht der DAX nun daraus? Dazu der Blick auf den Tageschart. Im Prinzip, wenn man nur die Schlusskurse auf Xetra-Basis nimmt, dann hätte er ein Doppeltief vollendet, gestern am Montag, indem er auf das Niveau über 9000, ungefähr 773 Punkte gelaufen ist und damit über den höchsten Schlusskurs im Zuge dieser Zwischenrallye nach dem ersten Absturz des DAX als Reaktion auf das Referendum in Großbritannien und dem zweiten Abwärtsimpuls in der vergangenen Woche. Aber das Problem an der Börse ist, dass es immer ein einerseits andererseits gibt. Gäbe es das nicht, würden alle gleichzeitig kaufen, was nichts bringt, weil die Kurse dann nicht weiter steigen können, weil ja dann schon alle gekauft haben. Beim Verkaufen ist es genauso. Die Börse funktioniert nur deswegen mit ihren Bewegungen, ihrem Auf und Ab, aber auch mal intensiven Trends, weil sich eben dieses fragile Gleichgewicht zwischen den Käufern und den Verkäufern angesichts der Interpretation neu einlaufender Informationen ganz leicht immer verändert. Und dementsprechend gibt es hier eben neben dem einerseits, sprich der Vollendung eines Doppeltiefs, durchaus ein andererseits. Erstens sind wir noch nicht ausreichend deutlich über dieses Zwischenhoch gelaufen. Zweitens, wir sind das auch nicht nachbörslich, denn da gab der DAX wieder nach. Der schloss ungefähr bei 9.785 Punkten in der letzten Indikation um 10, als der Future und auch die Wall Street ihren Handel beendeten. Und auf diesen Stand kommt es mehr an als auf diese quasi Momentaufnahme um 17.30 Uhr. Dort also ist er nicht über dieses Zwischenhoch hinausgelaufen und wir sehen hier so bräunlich-rosa eingezeichnet auch eine andere Interpretationsmöglichkeit dieses Chartbildes, nämlich das einer konsolidierenden Flagge, deren obere Begrenzung nun fast erreicht wäre. Wäre das eine Flagge, würden also die Marktteilnehmer mehrheitlich eher dieses Bild sehen als ein Doppeltief, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass der DAX diese Zone nach unten verlässt, statistisch gesehen größer, denn eine solche Flagge ist grundsätzlich eine Konsolidierungsformation innerhalb eines Abwärtstrends. Hieße, es ginge eher nach unten raus. Es muss sich also erst einmal herausstellen, ob oder ob nicht tatsächlich jetzt schon der Befreiungsschlag nach dieser Rallye als Reaktion auf die starken US-Arbeitsmarktdaten am Freitag geschafft ist oder nicht. Und die US-Börsen sehen nicht anders aus. Deswegen, wir hatten von vornherein gesagt, long nur dann, wenn wir mit 9.850 Punkten auch und gerade auf Basis der letzten Indikation am Abend um 10 ausreichend über dieses Zwischenhoch gelaufen sind. Das ist nun nicht der Fall. Also würden wir diesen heutigen Start in den Dienstag auf jeden Fall mal noch aus einer neutralen Position heraus abwarten. So, und jetzt der Blick an die Wall Street. Das ist erstmal der S&P 500 in einem etwas längerfristigen, aber auf Tagesbasis abgebildeten Chartbild. Deswegen haben wir hier mal die Markttechnik rausgeschmissen, damit man noch ein bisschen besser gucken kann. Wir sehen, dass wir am gestrigen Montag tatsächlich den bisherigen Verlaufsrekord aus dem Mai 2015 überschritten haben. Der lag bei 2,135, das Tageshoch lag gestern bei 2.143 Punkten. Nennenswert darüber geschlossen hatte aber nicht. Da blieb noch ein Plus von 7 Punkten, allerdings in einer herzlich schmalen Handelsspanne. Eine Handelsspanne von 11 Punkten oder
Gerade mal ein gutes halbes Prozent. Ausgerechnet auf Höhe der bisherigen Allzeithochs ist dann schon ein wenig ungewöhnlich. Das erinnert dann schon an diese mickrigen, zaghaften Versuche, da durchzukommen, hier, hier und hier. Das war zwar das Allzeithoch, aber wir sehen, wenn wir das noch ein bisschen weiter aufziehen, dass der Index immer und immer wieder in diese Zone vordrang, über 2,1 und dann Gewinnmitnahmen einsetzen und das immer so ein tagelanges Gezuttelt war, vor und zurück, um dann doch am Ende kraftlos zurückzufallen. Und dass da jeweils die bisherigen Verlaufsrekorde immer einen Ticken überschritten wurden, ist ein Grund, jetzt vorsichtig zu sein. Das bisschen drüber, tja, das kann die Basis eines großen Aufwärtsimpulses sein. Aber auf Basis welcher Rahmenbedingungen? Nun, gestern Abend hat offiziell die Saison der Quartalsbilanzen in den USA begonnen mit Alcoa, dem großen Aluminiumkonzern. Und die Zahlen waren ganz gut, in Umsatz genauso wie im Gewinn. Und grundsätzlich sagt man sich, also wenn das Aluminiumgeschäft läuft, das so sehr Basis für die US-Industrie, für so viele Branchen ist, dann muss auch die US-Wirtschaft gut laufen. Andererseits, es sieht nicht so aus, als würde man da jetzt aus den Schuhen springen. Zumindest mal nachbörslich hatte man dann in der Zeit nach den Quartalszahlen den Future über oder den S&P 500 über dessen Future gerade mal 1-2 Punkte weiter nach oben geschleppt. Das ist alles nur nicht beeindruckend. Also die Reaktion auf Alcoa war nicht groß und das kann eben bedeuten, dass man sich sagt, ja, das ist jetzt eine prima Ausgangsposition, aber bevor ich selber zugreife, hätte ich dann doch gerne noch ein paar andere Quartalsbilanzen. Der Haken an der Sache ist, die kommen jetzt nicht gerade heute und morgen. Da kommen gegen Ende der Woche traditionell die ersten Banken angekrochen und dann Anfang nächster Woche auch wieder. Aber bevor es dann zu den richtig großen Unternehmen geht, Intel, IBM, Apple, Google, Amazon und Konsorten, das dauert noch über eine Woche. Und das bedeutet, dass man im Endeffekt ja so lange in den Seilen hängen würde, aber das auf einem charttechnisch höchst brisanten Niveau, wo es heißt Sekt oder Selters, gehen wir jetzt drüber oder nicht. Das ist schon eine problematische Situation. Und so betrachtet ist schon ganz gut, wenn man dann sagt, okay, das muss schon ein bisschen eindeutiger sein. Wir hatten deswegen schon von vornherein gesagt, wir könnten über Long-Positionen nachdenken, wenn der S&P 500 ausreichend deutlich über den bisherigen Verlaufsrekord schließt und hatten da 2140 Punkte in den Raum gestellt. Das ist jetzt nicht der Fall, okay, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, angesichts dieser Konstellation verlegt man diesen potenziellen Einstiegspunkt auf Schlusskursbasis über das Tageshoch von gestern, sprich wir würden das leicht von 2140 auf 2145 Punkte auf Schlusskursbasis korrigieren. Erst wenn der S&P 500 damit einigermaßen glaubwürdig machen könnte, dass er tatsächlich nach dieser Rallye, die er immerhin über 150 Punkte in der Spitze betrug und das in wenigen Tagen, dass er da noch genug Schwung hat, um tatsächlich nachhaltig nach oben auszubrechen. Nichtsdestotrotz, die Chance ist da, aber man muss sich eben noch andere Dinge angucken und deswegen haben wir diesmal zwei US-Indizes auf dem Schirm. Der Nasdaq 100 ist nämlich ein wandelndes Warnsignal. Gut, der hat die Widerstandszone 4450 bis 4505 Punkte zuletzt ordentlich aus dem Weg geräumt. Mit dem Schwung der US-Arbeitsmarktdaten ging es dann auch über die Dezember-Abwärtstrendlinie hier in Braun. Gleich drüber eröffnet, ordentlich auf Tageshoch geschlossen und Anschlusskäufe am Montag. Aber das war nur ein halbes Prozent. In Relation zu den Kurssteigerungen der Tage zuvor war das ein ziemlich ruhiger Tag. Bei überkauften, fast überkauften markttechnischen Indikatoren und das hat den Index jetzt wiederum schon an das Zwischenhoch vom April geführt bei 4575, also an den nächsten Widerstand. Was hieße, wer hier auf der Long-Seite aktiv geworden wäre, wir hatten da als Ankerpunkt Long ja 4520 auf Schlusskursbasis, was am Freitagabend gegriffen hätte, der sollte sich zunächst auf kleine Positionen beschränken und erst dann zu kaufen, wenn dieses Zwischenhoch vom April ebenfalls mit Schlusskursen über 4590 Punkten ausreichend glaubwürdig überwunden wäre. Dann wäre Luft in Richtung dieses Dreigestirns, dieser drei Tops zwischen 4,7 und 4737, glaube ich. Ach, Blödsinn, 4739 Punkten. Dass man sich das nicht merken kann.
Gut. Was allerdings noch erwähnenswert ist, ist die Tatsache, dass der Nasdaq 100 eben so weit weg ist von diesen Hochs. Die sind beim Nasdaq 100 später gekommen als beim Dow Jones und beim S&P. Die waren da ja die Verlaufsrekorde im Mai letzten Jahres. Der Nasdaq 100 hatte mehr Dynamik gegen Ende des Jahres entwickelt und seine Jahreshochs im Herbst ausgebildet. Und das nur einen Katzensprung entfernt vom überhaupt bisherigen Verlaufsrekord von 4.816 Punkten, hier jetzt nicht nochmal als Linie eingezeichnet, denn diese 4.816, die gehen schon ein Stückchen zurück, um genau zu sein, sagenhafte 16 Jahre ins Jahr 2000. Und dass damit klar wird, dass der S&P, dass der Nasdaq eine relative Schwäche hat zum Dow und zum S&P 500, die ja diese Herbsthochs bereits überwunden haben, während der Nasdaq 100 ja noch klar drunter liegt. Das ist schon etwas, was man im Hinterkopf behalten muss. Und das ist auch etwas, was nicht nur an der Wall Street auffällt, sondern auch am deutschen Aktienmarkt. Nämlich, wenn der DAX die ordentliche Pace macht, wie zum Beispiel auch am gestrigen Montag, dass dann oft, sehr oft, die defensiven Titel vorne zu den Punkten beisteuern, die der DAX steigt. Das heißt, nicht so wie normalerweise in Aufwärtstrends, dass die Wachstumswerte aus den zyklischen Branchen am stärksten steigen und die defensiven Aktien eher so ein bisschen unter ferner Liefen laufen, weil da ja nicht so viel Wachstumsdynamik aufkommt. Nein, diesmal sind sie vorne mit dabei und das deutet sich auch hier an, weil der Nasdaq 100 eher die zyklischen Wachstumswerte beinhaltet, während der Dow Jones etwas konservativer strukturiert ist. Der Dow steigt stärker als der Nasdaq. Das heißt, wir laufen zwar nach oben, aber die Grundhaltung der Marktteilnehmer ist erstaunlich defensiv, erstaunlich vorsichtig. Und da ist natürlich der Gedanke, dass man bei jeder kleinen Problematik wieder zurückzuckt, naheliegend. So gesehen sollte man hier mit kleinen Positionen agieren, denn wie gesagt, das ist so nicht gerade das große optimale Omen für eine gewaltige Aufwärtsbewegung mit großer Dynamik in unmittelbarer Zukunft. Aber warten wir es mal ab. Heute ist ja Dienstag, der traditionell sehr volatile Dienstag, wo auch gerne mal mit seinem Spitznamen Turnaround Tuesday zu Recht versehen ein abrupter Richtungswechsel auftaucht. Und dann wollen wir mal gucken, zu welchen Gunsten das ist. Vielleicht gibt es ja heute Morgen dann erstmal Gewinnmitnahmen, die in wieder steigende Kurse münden, oder es gibt einen ordentlichen Schub nach oben, der dann abgibt. Davon mal ganz abgesehen, dass dieser Spitzname alleine kein Grund ist, jeden Dienstag auf einen Turnaround zu setzen. Wir schauen einfach mal. Noch, wie gesagt, wäre man hier im Nasdaq 100 auf der Long-Seite mit kleinen Positionen dabei und würde bei S&P 500 und DAX zu Recht erstmal abwarten. Damit wäre man so defensiv und mit einer kleinen Position engagiert, dass einen, egal was heute passiert, nicht allzu viel Schrecken einflößen kann. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut so. Wir schauen uns das heute Mittag mal an, wie es zur Halbzeit aussieht in Europa in der nächsten Ausgabe des Chartflash, spätestens um 1 für Sie auf dem Schirm. Und den gesamten heutigen Dienstag schauen wir uns dann morgen früh an, in der nächsten Ausgabe des Morning Call und der Morning Mail. Bis dahin, einen schönen Dienstag und machen Sie es gut.